Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. In Bezug auf mein klösterliches Leben kommt eine Frage immer wieder. Was haben deine Eltern gesagt? Was hat deine Familie dazu gesagt und deine Freunde? Ja, manche mögen mich vielleicht für bekloppt gehalten haben. Vor allem, weil ich immer wieder selbst mit der Argumentation meiner Lebensform an die Grenzen komme. Warum ich wirklich an diesen Ort Maria Laach gegangen bin, gestellt worden bin, kann ich oft selber gar nicht richtig in Worte fassen. Ich fühle mich dann an Jesus erinnert, denn auch von ihm heißt es, als seine Angehörigen von ihm hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Auch die Angehörigen Jesu haben nicht richtig verstanden, was seine Botschaft war, was sein Auftrag gewesen ist, warum er vielleicht auch ein Stück weit mit allem gebrochen hat, weil er wusste, ich muss hier etwas tun, was ich selber vielleicht nicht richtig erklären kann. Doch ich glaube, dass Liebe das richtige Wort ist, mit dem man diese Situation umschreiben kann. Denn auch Verliebte können mir oft gar nicht richtig sagen, warum nun gerade die beiden zueinander gefunden haben. Das Geheimnis der Liebe, das Geheimnis Gottes, es ist einfach größer als wir sind und stärker als wir es erklären können. Vielleicht kann das ja auch manchmal Erklärung sein für unseren Glauben. Wir müssen gar nicht sagen, dass wir bekloppt sind oder von Sinnen, sondern dass Gott uns gerufen hat und wir auf diesen Ruf gehört haben. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Gott, du rufst jeden einzelnen Menschen, dir zu folgen und dich in diese Welt zu tragen. Hilf uns, dass wir uns nicht von unserem Auftrag abbringen lassen, den du uns durch die Taufe hast zukommen lassen, und schenke uns den Mut, für dich einzutreten. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.